Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In dem Gesetzentwurf und dem Antrag der Grünen werden im Wesentlichen drei Dinge gefordert. Erstens eine generelle Ermöglichung der Mehrstaatigkeit, zweitens ein Aufweichen der Einbürgerungsregeln und drittens eine besonders unkomplizierte Einbürgerung hier ansässiger Briten, weil es die ja angeblich derzeit nicht geben würde. Zu diesen drei Forderungen möchte ich meinem Debattenbeitrag Stellung nehmen. Zunächst zur Mehrstaatigkeit. Es wird Sie nicht überraschen, Stefan Meyer hat es auch schon zum Ausdruck gebracht, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion lehnt nach wie vor und konsequent es ab, die doppelte Staatsbürgerschaft zum Regelfall zu machen. Ich möchte kurz zu sprechen kommen auf die letzte Debatte, die wir zum Thema Staatsangehörigkeitsrecht geführt haben. Das passierte ja häufiger in diesem Hause. Da hat die damalige Kollegin Christina Kampmann, mittlerweile Landesministerin in NRW, gesagt, natürlich mit einer anderen Intention zugegebenermaßen. Zitat, für die meisten Menschen ist Staatsangehörigkeit viel mehr als ein Pass, Zitat Ende. Und genau das ist der Punkt. Die Staatsangehörigkeit drückt die Loyalität zur Gesellschaft und den mit ihr verbundenen Werten und Regeln aus und damit Ausdruck einer ganz besonderen Verbundenheit. Und diese Verbundenheit ist für uns als Union nicht teilbar. Die Folge ist, dass wir Mehrstaatigkeit zulassen, aber eben nur in eng begrenzten Ausnahmefällen, die auch jetzt schon geregelt sind. Für eine Abkehr von diesem Prinzip stehen wir nicht zur Verfügung. Was die Aufweichung der Einbürgerungsregeln angeht, sind es ja vor allem zwei Dinge, mit der Sie die Einbürgerung erleichtern wollen. Zum einen, indem Sie sämtliche Arten der Aufenthaltserlaubnisse gleichstellen wollen. Zum Beispiel auch den Fall, dass ein vollziehbar Ausreisepflichtiger, also es gab ein Verwaltungsverfahren, das BAMF hat gesagt, es gibt keinen Aufenthaltsstatus hier und meistens auch Gerichte, die das bestätigt haben, dass selbst in diesen Fällen, wenn es nur aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis gibt, eine Gleichstellung erfolgen soll. Und sowas ist mit uns nicht zu machen. Einbürgerungstests haben Sie angesprochen. Unter bestimmten Voraussetzungen soll das Erfordernis hierzu wegfallen, etwa wenn in Deutschland ein Berufs- oder Schulabschluss absolviert worden ist. Absolut nachvollziehbar, vernünftig. Und darum wird das auch jetzt schon so gemacht, Herr Beck. Es ist auch jetzt schon so geregelt, dass bei einem Schulabschluss, und dazu gehört ein Berufsschulabschluss ebenfalls, also eine abgeschlossene Berufsausbildung, schon jetzt auf den Einbürgerungstest verzichtet wird. Das ist gängige Praxis und darum ist Ihr Antrag in dem Punkt, Ihr Gesetzentwurf, kalter Kaffee. Und zuletzt zu Ihren Forderungen zur Einbürgerung der in Deutschland lebenden Briten. Sie fordern ja, dass die Einbürgerung unkompliziert erfolgen müsse und erwecken damit den Anschein, dass britische Bürger derzeit nicht schnell und unkompliziert eingebürgert würden, was nicht den Tatsachen entspricht. Sie schreiben ja selbst in Ihrem Antrag, dass Großbritannien bis auf Weiteres Mitglied der Europäischen Union ist. Es ist noch kein Austrittsgesuch eingegangen. Und hier in diesem Saale wird keiner sagen können, wann das der Fall sein wird. Wann gibt es das Austrittsgesuch und vor allem, wann wird dieses Austrittsgesuch wirksam? Und es ist in keiner Weise absehbar und darum besteht auch für uns nicht der Bedarf, jetzt hier an dieser Stelle tätig zu werden. In meinem Wahlkreis, der Kreis Herford und die Stadt Bad Oeynhausen, hat es viele britische Soldaten gegeben. Die Streitkräfte sind mittlerweile größtenteils abgezogen und nicht wenige sind trotzdem bei uns geblieben. Einige davon interessieren sich auch gerade nach dem Referendum in Großbritannien dafür, eingebürgert zu werden. Ich habe bisher von keinem einzigen gehört, dass es hier Probleme gibt, dass es langere Wartezeiten gibt, dass es weitere Probleme gibt. Es gibt einfach die Problemlage nicht, auf die Sie versuchen hinzuweisen. Und darum sagen wir, man muss nicht jetzt schon auf hypothetische Folgen eines in Zukunft liegenden ungewissen Ereignisses reagieren. Bloßer Aktionismus ist zumindest für uns als Union selten ein Erfolgsrezept. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie wollen mit Ihrem Gesetzentwurf das Prinzip der Mehrstaatigkeit in unserer Rechtsordnung verankern. Sie wollen die Voraussetzungen für den Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft verwässern. Gleichzeitig kritisieren Sie mit Ihrem Antrag ein Problem, das es überhaupt nicht gibt. Und daher wird es Sie nicht überraschen, dass wir als Union Ihren Antrag und auch Ihren Gesetzentwurf ablehnen werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort erhält nun die Kollegin Ulla Jelpke für die Fraktion.